Holy schießt den Vogel ab. Sprichwörtlich, jetzt im Test Peacock's Punch. Liebe Freunde und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf Bloody's Gaming Booster Tests. Und heute testen wir den zuletzt erschienenen und relativ neuen, den 21. Flavor, den Holy schon gebracht hat. Und den hat man kurz nach Weihnachten gedroppt, also direkt nach Weihnachten dann das nächste Geschenk. Und diesen Peacock's Punch, den wollen wir uns heute mal anschauen. Es ist, wie gesagt, ein richtig neuer Flavor, also gerade mal eine knappe Woche alt, ein bisschen mehr. Und dementsprechend gibt es da noch keine Probierbäckchen, ist aber eine Sorte, die bleibt dauerhaft im Sortiment. Weshalb wir auch da davon ausgehen dürfen, dass über kurz oder lang auch Probepäckchen für die Sorte erscheinen werden. Ja, es gab eine Aktion, die ist leider schon vorbei. Da konnte man mit einem bestimmten Bestellwert konnte man noch ein paar Goodies abstauben. Und da gab es einmal die coole Holy-Mütze mit dem sehr, sehr wilden Design und einmal den Holy-Shaker, der das gleiche Design aufweist. Vielen, vielen Dank dafür an Holy, die mir die Goodies zur Verfügung gestellt haben. Und ich merke es aber immer wieder an, weil Leute natürlich auch fragen, die Sachen, die sind von Holy gesponsert, natürlich, ich bin Holy-Partner seit Oktober 2021, aber in den Videos, da ist meine Meinung vertreten, das ist meine wirkliche Meinung über Holy. Und es gibt die ein oder andere Sorte, da werden wir im Laufe der Testreihe noch dazu kommen, die vielleicht nicht ganz so meins ist, also von dem her wartet mal ab. Ich bin heute sehr gespannt. Designtechnisch, und das ist das Schöne, hat man mit dem Peacock's Punch wirklich was Geiles gemacht. Muss man wirklich sagen, designtechnisch, der Shaker relativ einfach gestrickt. Ein bisschen gelb mit dem blauen V, das ist unspektakulär. Da gibt es wesentlich bessere Shaker, da gibt es interessantere Shaker. Aber für die Tube, für diesen bunten Punch und dieser V, der hat da mehrere Farben. Klar, die Farbverläufe sind bei den Shakern nicht machbar. Da braucht man also schon gerade Farben. Also Farbverläufe sind nicht machbar. Aber hier, das ist wirklich sehr, sehr, sehr schön. Dann eben auch der Punch. Die Farbe deckt sich. Das ist auch ganz easy. Und der Pfau, der steht halt auch wirklich für ein erhabenes Tier. Es steht für ein buntes Tier. Und genau deshalb hat man den Peacock's Punch im Endeffekt gemacht. Denn es ist die Holy-Sorte, die zum ersten Mal über 4 verschiedene Flavor verfügt. Wir haben nämlich Orange, wir haben Zitrone, wir haben Granatapfel und wir haben einen Hauch Kokos. Und da werden wir heute auch nochmal drauf eingehen, was bedeutet dieser Hauch Kokos? Viele sagen, oh, man schmeckt es extrem. Viele sagen, nö, schmecke ich gar nicht. Auch meine Meinung ist nicht die Allerweltsmeinung, sondern ich bin sehr, sehr gespannt, ob ich den Kokos rausschmecke. Ich persönlich habe nichts gegen Kokos. Der Blueberry Bear beinhaltet ja auch schon Kokos. Aber es gibt Leute, die mögen den nicht. Und es kann sein, dass der dann einfach zu dominant ist in dieser Sorte und dass der deshalb nicht so gut ankommt. Aber persönlich, die Tierauswahl in Verbindung mit dem Getränk als solches ist wirklich bunt. Man hat von allem etwas und Orange, Zitrone, Granatapfel, Kokos. Das ist eine breite Mischung. Wir hatten 3 Sorten, die schon mal in einem Energy mit drin waren. Und, aber es gab noch nie 4. Es gab noch nie 4. Der Fruity Frog, der war nämlich, wo 3 drin waren. Mango, Ananas und Maracuja, glaube ich, war bei dem drin. Es ist ja ähnlich wie der Lion's Lemonade mit Maracuja und Kiwi. Trotzdem ein himmelweiter Unterschied. Aber da kommen wir auch noch drauf. Die Sorte wird auch noch getestet. Jetzt aber genug geredet. Wir haben natürlich wieder, ihr hört's, direkt aus dem Eisfach, war schon wieder angefrostet, dementsprechend ist da wieder Crushed Eis dann mit drin. Der Shaker läuft an und so mag ich meinen Holy am liebsten. Für einen Punch ist es sehr, sehr ordentlich. Es hat eine punschige Farbe, es hat so ein bisschen Rot für einen Granatapfel, es hat aber auch Orange-Gelb. Also es ist so ein Mix und man kann erahnen, dass diese 3 Sorten drin sind. Die Kokosnuss ist ja eher eine neutrale Farbe, von dem her kommt die da nicht so durch. Und farbtechnisch ist das ein sehr solides, punschiges Getränk. Und dann gucken wir mal, wie das riecht, der Peacock's Punch. Boah. Boah, krass. Also der riecht schon wirklich gut. Und das ist aber jetzt genau der Knackpunkt. Das ist genau der Knackpunkt. Jetzt riecht man Kokosnuss, ja oder nein? Boah, das ist echt schwierig. Also ich versuche mich gerade wirklich darauf zu konzentrieren, die Kokosnuss rauszuriechen.
Und ich würde auf jeden Fall sagen, man kann sie schon rausriechen, aber es ist wirklich sehr, sehr schwer. Also der dominante Part bei diesem Energy, habe ich so das Gefühl, das ist dieser Mix aus Orange und Zitrone. Also die Zitrone und die Orange sind in meiner Nase jetzt gerade dominant. Würde ich tatsächlich sagen, dass das die dominante Früchte sind. Wir gucken einfach mal, wie es schmeckt. Ich habe keine Ahnung. Aber riecht lecker, riecht wirklich wie ein Punsch. Also man kann nicht sagen, wie bei den anderen Sorten, okay, klar, man schmeckt hier die Erdbeere raus oder ja, man schmeckt hier den Granatapfel raus. Hier ist es wirklich so ein Mix aus allem. Und das ist das Schöne an Holy, dass sie einfach immer die Sorten auch so machen, was sie beschreiben, nämlich diese vier Früchte. Und man hat diese Früchte, wenn auch Kokosnuss, sehr, 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 sehr dezent, zumindest vom Geruch. Also, Peacock's Punch, ich bin sehr gespannt. Schwer. Sehr, sehr schwer. Also, eins vorab, geschmacklich ist das genau das, was man sich unterm Punsch vorstellt. Man hat nicht so eine Frucht, die da durchkommt, sondern es ist, was ein Punsch mitbringt. Es ist einfach ein Mix aus Früchten und den habe ich hier. Den habe ich hier definitiv. Man hat die Säure mit dabei. Man hat aber auch so eine herbe Note noch mit drin. Das könnte die Kokosnuss sein. Jeder, der Kokosnusssaft trinkt, das ist ja was anderes, wie wenn man wirklich die Kokosstücke abbeißt. Wenn man eine Kokosnuss abbeißt, es wird sehr schnell sehr trocken und hat dann auch ein bisschen so einen herben Nachgeschmack. Und der, finde ich, der kommt rüber. Die Kokosnuss, für meine Begriffe, ja, man schmeckt sie. Die Kokosnuss, man kann sie schmecken, aber, und das ist wirklich meine Meinung, andere sind da vielleicht anderer Meinung, aber ich habe das Gefühl, sie ist wirklich so, wie man es beschrieben hat, sie ist wirklich sehr dezent. Es ist wirklich sehr schwer. Also für meinen Geschmack, die Orange und die Zitrone sind die dominierenden Sorten, geschmacklich, aber der Nachgeschmack, der bleibt, der ist wirklich so ein bisschen herbe und bitter, nicht schlimm bitter, ich mag ja kein Bitter. Tolles Getränk, wirklich tolles Getränk und ich glaube, der Granatapfel per se, der ist auch in dem Fall jetzt ein Geschmack, der beiläuft, aber der nicht wirklich dominant ist. Jeder, der den Pomegranate Piranha schon mal getrunken hat, der weiß, da ist nur Pomegranate, also nur Granatapfel drin, den schmeckt man extrem. Hier ist es beiläufig. Mein Geschmack ist, man schmeckt die Orange und die Zitrone raus. Es schmeckt sehr gut. Es schmeckt wirklich sehr gut. Und das kann man auch sehen. Und das will ich euch jetzt mal zeigen. Anhand von der Tube. Wann kam der raus? Am 26. Dezember. Und jetzt guckt mal da rein. Wie leer der schon ist. Also ich habe da schon ordentlich was raus. Ich würde sagen 20, 24, 25 Mal habe ich da mit Sicherheit schon getrunken. Weil... Also tatsächlich, mir schmeckt der Peacock's Punch sehr, sehr gut. Es ist halt wirklich ein schöner Früchtemix und es ist eine tolle Sorte. Dauerhaft im Shop, also da braucht ihr euch nicht beeilen. Und Holy hat jetzt auch gerade wieder jemanden eingestellt, die dafür sorgen soll, dass alle Sorten immer verfügbar sind. Aber trotzdem, wenn ihr den mal probieren wollt, dann macht es am besten über Mix und Match oder wartet, bis die Probepäckchen irgendwann kommen. Kann aber eine Weile dauern, weil ja wirklich die Lieferzeiten extrem lang sind. Geile Sorte, von mir auf jeden Fall eine Empfehlung, wenn ihr euch dazu durchringt und wenn ihr sagt, okay, ja, den möchte ich auch probieren, ich mag Orange, ich mag Zitrone, ich mag Granatapfel und ich mag Kokosnuss, dann seid ihr hier richtig aufgehoben. Wenn ihr keine Kokosnuss mögt, ist es schwierig. Bin ich ganz ehrlich, wenn ihr keine Kokosnuss mögt, würde ich sagen, lasst es im Zweifel lieber bleiben. Wenn ihr aber sagt, den bitteren Nachgeschmack oder den herberen Nachgeschmack, der macht euch nichts aus, dann könnt ihr da beherzt zugreifen. Ist richtig lecker. Meine persönliche Meinung, er schmeckt so, so, so cool. Ich trinke den wirklich oft und ich trinke den wirklich gerne.
Also von dem her, der ist bei mir von Anfang an unter die Top 10 geschossen. Wirklich sehr geil von 21 Flavoren. Wir haben noch Ice Tea Flavor, wir haben noch die Hydration Flavor, da wird alles noch kommen. Und ihr dürft gerne mitentscheiden, was sollen wir als nächstes für ein Holy testen? Sollen wir mal wieder zu einem Ice Tea gehen? Sollen wir mal ein Hydration probieren? Das dürft ihr gerne mitentscheiden. Ich hatte schon mal den Vorschlag, entsprechend Strawberry Shark alt gegen neu, auch das wird kommen. Da habe ich noch ein paar Möglichkeiten, aber primär möchte ich jetzt erstmal die Flavor durchprobieren, bevor ich dann alt gegen neu und dann drauf eingehe, was hat man denn an der Rezeptur geändert. Wenn ihr einkauft, kann ich euch wirklich nur empfehlen, nehmt den Code BloodyLP10, da spart ihr auf die Bestellung 10%. Wenn ihr aber sagt, okay, ich will für den Anfang nur mal den Peacock's Punch bestellen, dann sind es 40 € und dann habt ihr die Möglichkeit, auf eure erste Bestellung mit BloodyLP5 ganze 5 € zu sparen. Sind dann natürlich mehr als 10%. Also wie ihr mögt. Ich sage danke für den Support und ja, nächsten Sonntag kommt ein weiteres Video. Ich bin gespannt, was wir für eine Sorte testen. Danke fürs Zuschauen. Einen Daumen nach oben geben. Würde mich sehr, sehr freuen. Das Video teilen würde mich auch sehr, sehr freuen. Der Kanal läuft echt gut. Ich habe richtig Spaß damit und ich hoffe, ihr auch. Also, bis zum nächsten Mal. Euer BloodyLP.